Lass uns mal ein bisschen über das aktuelle Meta reden, denn es ist ein spannendes Thema, denn aktuell passieren viele Dinge, wir kriegen bald ein neues Set, was vielleicht ein bisschen was verändern wird. Und ich dachte, da springen wir mal rein und wir haben natürlich wie immer unsere Kategorien. Wie ihr sehen könnt, ne, Deck to Beat, Tier 1, Potenzial, wir haben Tier 2 Spieler und den Küchentisch. Gehen wir so alle Decks durch, wo ich sagen würde, jupp, darüber kann man mal sprechen. Wir fangen an mit den Birds. Die Birds sind ein spielbares Deck. Die können Shifter spielen, das ist deren größte Stärke. Mehr bleibt dazu eigentlich nicht zu sagen. Das Deck ist nicht konstant, es ist nicht unbedingt gut. Es hat mich bei der German Open ein bisschen hops genommen, weil es halt die perfekten Karten gezogen hat und ich nicht. Aber an sich ist es jetzt ein Deck, was halt spielbar ist. Das gleiche würde ich übrigens zu Centurion sagen. Ich glaube, das Deck hat Potenzial, ein bisschen was zu reißen. Das Problem ist halt, das Deck baut halt nur darauf auf, dass es halt wirklich irgendwie auf den Calamity halt kommt. Als Deckstrategie glaube ich nicht, dass das reicht, viel zu tun. Ich glaube, dass das Deck mehr gespielt wird, aber es wird so ein bisschen in den Schatten gedrängt von den ganzen Feuerkarten, die wir jetzt bekommen in den nächsten Zeiten, Monaten, die jetzt immer mehr gespielt werden. Jetzt die ganze Silver Spoil Engine, jetzt viel Leute spielen. Dann das neue Snake Monster, was kommt. Dann die Feigenkarten, die wir jetzt bekommen haben, die mit Silver Spoil super gut sind. Ne, Bonfire, die jetzt die ganzen Decks nochmal besser macht. Ich glaube, da steht halt Centurion so ein bisschen im Schatten. Dann kommen wir einmal zu Chimera. Das packe ich mal in Tier 2. Und ich packe Despion mal daneben. Es ist ein Deck, wenn es keiner erwartet, ist das Deck halt nicht schlecht. Und da bleibe ich auch bei, das Deck selber. Chimera und Despion sind so zwei Teile derselben Medaille. Beides funktioniert irgendwie schon so als Kollektiv. Ist also eine Sache, die man beobachten sollte, ob das jetzt wirklich halt viel gespielt wird. Wenn es viel gespielt wird, wird es natürlich wieder ein bisschen weiter oben auftauchen. Ich glaube nicht, dass das Deck halt stark genug ist, um in den nächsten Monaten hier auch zu competen. Also da glaube ich halt nicht dran. Dann haben wir einmal Dragon Link. Packe ich auch mal zu Tier 2. Schwer zu erklären, warum. Das ist so ein Gefühl von mir, wo ich sagen würde, ja, das Deck selber ist halt gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, dass es aktuell nicht genug Power hat. Denn viele haben versucht, jetzt halt Dragon Link ein bisschen synchrolastiger zu spielen. Mit ein paar Büstials. Das Problem ist, Joshua hat zwar gezeigt, dass man Büstials ein bisschen was reißen kann. Aber da waren auch noch Unchained und Telemans im Format. Und jetzt haben wir das Problem, dass sie jetzt nicht mehr so krass im Format sind. Dass viele von den Decks halt Feuerdecks sind. Und da sind die Büstials halt nicht so geil. Und ja, wenn die Büstials nicht so geil sind, dann machst du da halt nicht so viel. Ne? Dann haben wir Exorcister. Das packe ich wie immer zu spielbar. Ich habe das schon so oft erklärt, das Deck selber ist halt an sich spielbar. Wenn ihr aber ein Deck spielen möchtet, was Shifter spielt, spielt halt die Birds. Oder ein anderes Deck, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Haben wir einmal Horus PK. Ist auch ein spielbares Deck. Ich glaube, dass die Variante mit den Tierelements und mit Orcus, dazu kommen wir sogar auch noch heute. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das passiert. Und deshalb ist es ein Deck, was halt spielbar ist. Aber ist logischerweise nicht das Deck, was ich picken würde, wenn ich halt eine Horus Engine spielen möchte. Da gibt es Decks, die meiner Meinung nach halt besser funktionieren. Falls euch übrigens so Tierlisten gefallen, lasst mir gerne mal ein Like da. Ich mache die an sich jeden Monat, damit ihr so ein bisschen up to date seid, was im Meta gerade so aktuell ungefähr passiert und welche Decks so irgendwo eingerankt werden können. Weiter geht's mit dem nächsten Deck und das ist ein bisschen schade, dass es da landet und das ist einmal Infernoble. Infernoble ist ein Deck, was gehört an den Küchentisch. Isolde hat wehgetan. Isolde hat bei dem Deck sogar richtig wehgetan. Ja, und deshalb gehört es für mich leider an den Küchentisch. Und Isolde ist das Deck, glaube ich, nicht mehr gut genug spielbar. Es ist zwar ein Feuer-Base-Deck, das heißt, wir haben natürlich mehr Möglichkeiten. Ich glaube aber nicht, dass es ausreichend ist, um halt wirklich viel spielen zu können. Dann haben wir einmal Labyrinth und Labyrinth kommt zu Tier 1 und wird auch nach Mist of Millennia mit dem neuen Trap nochmal besser. Viel mehr bleibt nicht zu sagen, das Deck ist wirklich ein gutes Deck. Es ist ziemlich scary, wenn ihr dagegen spielt. Es kann in eure spielen, es kann in eure Runde schon mit dem neuen Monster euch eine Fallenkarte hinlegen, die was von euch schießen kann. Es ist wirklich ein gutes Deck. Dann Manadium packen wir auch mal in Tier 1. Komischerweise eins der einzigen Decks, was jetzt irgendwie nicht angefasst wurde und das heißt, dass das Go-First-Board von dem Deck unglaublich gut ist. Und wenn es Second geht, hat es zwar so ein paar kleine Probleme, aber es kann immer noch ganz gut spielen und ist ein Deck, was wir auf jeden Fall erwarten, dass es im Meta stattfinden wird. Dann haben wir Mikanko, das kommt direkt zum Küchentisch. Selbes Problem wie das Infernoble-Deck. Hat so ein bisschen von Isolde gelebt. Klar, geht auch ohne Isolde, aber nicht im Meta. Mehr habe ich jetzt leider nicht zu sagen. Die Deck-Idee davon ist halt cool, aber ohne Isolde klappt es halt. Dann haben wir die Plants, die immer noch spielbar sind. Ich lasse die auch mal in der Tierliste drin, denn ich habe das Gefühl, dass die Aroma-Karten für das Deck so gut werden könnten, dass das Deck wieder einigermaßen relevant sein könnte. Dann packen wir Poli mal in Tier 2. Ich habe einfach das Gefühl, dass aktuell Poli nicht so viele Leute auf dem Schirm haben. Ich glaube, dass es immer noch ein kompetentes Deck ist. Klar, der Hit hat so ein bisschen wehgetan. Es war aber eher so ein kleiner Slap ins Gesicht. Nicht so jetzt, wo es halt, oh mein Gott, das tat richtig weh. Ich glaube aber, dass halt die anderen Decks deutlich mehr Spieler anziehen, weil es eine ganz andere Art von Spielstil ist. Weil wann haben wir das letzte Mal wirklich heuer im Meta. Und ich glaube, da ist wirklich so, dass da viele so hinwollen. Dann haben wir einmal Rescue Ace und das packe ich wieder zu D1. Klar, es hat auch einen Hit bekommen, aber ich glaube, dass der Hit bei dem Deck nicht so krass wehgetan hat. Denn klar,
mit den sinnvollen Spoilkarten können wir das Deck immer noch super gut spielen. Es gibt jetzt ein Reprint mit also deutlich mehr accessible für andere Spieler, die jetzt schon die sinnvolle Spoil Engine haben oder das vielleicht vorher gespielt haben. Und mit Bonfire können wir da nochmal ein bisschen was anderes machen, wenn wir halt im nächsten Hauptset die Karte von den Snake Eyes bekommen, haben wir auch da ein paar Möglichkeiten, da vielleicht ein bisschen was mehr zu machen. Nach wie vor keine schlechte Deckstrategie. Bustier Runic packe ich mal so ein bisschen ins Tier 2 rein. Joshua hat damit die YCS gewonnen. Ich habe auch über Bustier letzte Woche schon gesprochen. Ich finde das Deck an sich auch nicht schlecht. Aktuell tatsächlich sogar sehr, sehr viele Runic-Decks aufgetaucht. Einfach aus dem Grund heraus, weil Joshua damit gewonnen hat. Man hat gesehen, man kann mehr spielen als nur das mit den Bustiers. Es suchen Leute Budget-Varianten. Orkus ist zurückgekommen, da kann man auch ein bisschen was mitmachen. Ich habe letztens so gesehen, dass Leute versucht haben, World Chalice mit Runic zu spielen, was halt auch funktioniert, aber es fühlt sich halt einfach falsch an. Und dadurch, dass wir halt jetzt Meta, das werden wir gleich sehen, deutlich mehr Sachen haben, die jetzt nicht Light oder Dark sind, leidet das Deck natürlich extrem darunter, weil die Engine in eurem Deck dann wirklich nur als Engine genutzt werden kann und nicht mehr als Non-Engine für den Gegner. Und das macht das Deck halt an sich deutlich schlechter. Weil ihr könnt es immer noch spielen, das Deck macht auch noch gute Sachen, aber ihr könnt da nicht mehr spielen, während ihr den Gegner daran stört zu spielen, was das Deck halt so gut gemacht hat für dieses spezifische Event. Und ich habe auch auf der German Open gegen das Deck ein paar Mal spielen müssen, also einmal habe ich gespielt und habe das Deck auch ein bisschen getestet, das ist auch wirklich gut. Nur meiner Meinung nach nicht gut genug so für den Tier 1 Slot. Was auch vorher irgendwie nicht. Ich habe das letzte Mal ja ein Potenzial gepackt, weil ich halt nicht wusste, wie sich das formal entwickeln wird. Jetzt wissen wir ja ein bisschen was mehr. Dann Salamangreat kommt auch an den Küchentisch. Leider. Viele haben im letzten Mal ja Salamangreat mit Rosenmatch gespielt, um den Gegner halt einen Monster zu geben, den so ein bisschen rauszulocken. Rosenmatch ist auf 1. Und damit hat sich das auch wieder erledigt. Das heißt, das ist also noch nicht relevant. Dann packe ich Sprite auch mal in Tier 2. Also jetzt die pure Sprite-Variante ohne Runic. Sehe Runic halt ein bisschen stärker an als Sprite Pur. Ich habe ja Sprite Melfi gespielt auf der German Open. Es gab auch einige, die haben mit dem Deck ein bisschen besser performt als ich. Aber ich habe hier auch immer den Angler gezogen. Dann performt man in der Regel nicht so gut. Ich glaube, dass das Deck in sich wirklich einen Platz auch im Meta hat. Inwieweit es jetzt relevant wird für das Top-Meta, ich glaube gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Deck, was man, wenn man halt wirklich ein relativ günstiges Deck in Anführungszeichen spielen möchte, ist ja glaube ich ein Deck, was gar keine so schlechte Idee ist. Denn das Deck kostet glaube ich so knapp 100 Euro, plus minus ein paar Euros. Ist also für einen Budget-Call gar nicht so ein schlechtes Deck. Dann haben wir Tier Shizu. Ich pack's mal zu spielbar hin. Ich werde wahrscheinlich wieder komplett fair kalkulieren, weil das hat ja auch die German Open gewonnen. Mit dem Horus-Ding und mit Danger, glaube ich, waren da auch drin. Dieses Deck will einfach nicht abhauen. Es will einfach nicht gehen. Ich verstehe auch nicht, warum die Leute so krass daran festhalten, weil mittlerweile ist ja quasi alles vom Deck limitiert, gebannt, wo auch immer. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ich hoffe, dass ihr Ziel ist ausreicht, dass die Leute das nicht mehr spielen, weil sie sehen, oh, es ist gar nicht mehr spielbar und lass es einfach sein. Wie gut das spielbar ist, werden wir natürlich in den nächsten Formaten sehen. Ich glaube, dass die neuen Releases jetzt dem Deck nicht unbedingt helfen, dass es besser wird, sagen wir es mal so. Ich glaube eher, dass die anderen Decks so ein bisschen dem weiter davon reiten. Dann packe ich Unchained mal zum Potenzial, weil ich glaube, dass Unchained auch das Potenzial hat, wirklich oben anzugreifen. Einfach, weil das Deck, klar, es hat halt den roten Hund verloren, ist jetzt auf 1, aber das ist ja trotzdem noch ein gutes Deck. Es ist halt weniger konstant. Und ich weiß nicht, ob das nicht trotzdem gut genug ist, denn die meisten Fire Kings zum Beispiel, dazu kommen wir gleich übrigens noch, haben ja Effekte, die sich beschwören können. Das heißt, wenn ihr einen Caesar waren, das ist schon mal extrem krasses Endboard gegen die Decks, bevor die überhaupt was machen können, wenn ihr einfach zwei Beschwörungen annullieren könnt, was halt ziemlich gut sein kann. Ihr habt dann die Möglichkeit, immer noch trotzdem eine Maskerena zu bauen, mit der ihr dann auf eine SP gehen könnt, mit der ihr noch ein Monster banishen könnt, bevor da was zerstört wird. Das könnte unglaublich gut sein, in Relation gesehen, zum Format selber. Wir werden es aber sehen. Ich bin von Unchained noch nicht ganz überzeugt. Ich glaube sogar, es wurde auf der German Open auch mit dem Top versehen, also hat auch getoppt. Ich glaube, das Deck selber ist in sich halt wirklich gut. Dann kommen wir immer zu Vanquish Soul. Ich packe das mit dem Potenzial und es gibt einen ganz einfachen Grund, warum ich es reinpacke. Die neue Fallenkarte, die wir bekommen haben, ist wirklich gut. Und ich glaube, es hilft, dass das aktuelle Format dafür sorgt, dass wir Monster im Feld haben müssen, mit dem wir spielen können. Und dass das Deck das relativ einfach entfernen kann. Es könnte aber sein, dass auch ich in den nächsten zwei Wochen Vanquish Soul wieder nach unten kicke. Wir werden es ja bei den nächsten TDs sehen. In meinen Augen hat auf jeden Fall Vanquish Soul viel dazu gewonnen, einfach nur wegen der neuen Karte und weil das an sich halt kein Kackdeck ist, aber irgendwie sehe ich es halt nicht so ganz oben im Meter. Denn ganz oben im Meter sehe ich aktuell das Deck hier und das ist einmal Fire Kings, Sinful Spoil oder mit Tribegate, wie ihr auch mal sehen wollt. Ich glaube, dass Fire Kings aktuell eines der besten Decks ist, was ihr spielen könnt. Einfach, weil die Engine dahin sehr gut ist. Die haben ein extrem gutes Grindgame mit dem die zerstört die Karte, dann addet die was, die holt sich immer wieder auf die Hand zurück, dann können die noch was adden. Die Sinful Spoil Engine ist halt eine sehr, sehr gute Engine. Mit Bonfire kriegen wir nochmal eine Karte, die noch was suchen kann. Das Deck ist natürlich extrem anfällig gegen Droll und gegen Shifter. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich Vanquish Soul hier oben hingepackt habe.
Habe ich es gerade nicht erwähnt, aber das ist ein Deck, was halt inhärent gut Shifter spielen kann. Also jetzt auch im Main-Deck. Und Darkening Plate ist natürlich das Deck hier extrem. Ich glaube, dass sich viele auf dieses Deck vorbereiten werden. Und deshalb ist es für mich auch das Deck to beat. Logischerweise, das ist der komplette Name auch. Das heißt, ich glaube, dass die meisten Leute erwarten, dass das Deck das populärste Deck sein wird. Ob das wirklich so sein wird, wir werden es sehen. Auf der German Open habe ich auf jeden Fall gesehen, dass je weiter man nach vorne gegangen ist, desto mehr Fire Kings habe ich gesehen. Das heißt, dass es erstens relativ solide performt hat, zweitens von vielen Leuten gespielt wurde und drittens in verschiedenen Möglichkeiten spielbar ist. Du kannst es halt full-on High-Value spielen mit allen guten, teuren Karten, die man so spielen kann. Oder du kannst sagen so, ja, ich nehme so ein bisschen was weg und spiele halt so ein bisschen weniger teuer, spiele halt Tribegate, dann habe ich halt trotzdem die Möglichkeit. Ich glaube, das Tribegate-Deck selber ist nicht so gut wie das mit der Sinful Spoil Engine. Aber es ist trotzdem eine gute Deck-Variante. Als erstes wollte ich noch kurz einmal Orkus erwähnen, einfach nur, weil ich es kann. Ich packe Orkus in mein Spielbar. Die Orkus-Horus-Varianten, die ich gesehen habe, und die Orkus-Runic-Varianten, die ich gesehen habe, die funktionieren. Ich glaube nicht, dass die jetzt der großartige Rede wert sind, aber dadurch, dass Hafenrohr zurück ist, wollte ich es kurz in der Liste auf jeden Fall mal erwähnt haben. Das war's mit der T-List. Wenn ihr sehen wollt, was ich so auf der German Open gemacht habe, ist da mal das Video zu dem Vlog. Bis dann mal rein. Ciao, Leute.